Hafen von Antwerpen ist der Teufel los. Der vierte Fall innerhalb weniger Wochen. Immer die gleiche Waffe. Das sonderbare Stilett. Dem Fraser ist planmäßig angekommen. Zum ersten Mal ungeteilte Krimispannung mit dem neuen Tim Fraser von Francis Durbridge. Tim Fraser jagt den geheimnisvollen Mr. X. Oh, Mr. Fraser, welche Ehre. Sind Sie extra meinetwegen aus London hergekommen? Tim Fraser verfolgt eine heiße Spur. Mädchen, du kannst im Pensionat spazieren gehen. Ein Film für starke Nerven. Jeder Tag bringt neue Gewalttaten. Die Katastrophe ist nicht mehr aufzuhalten. Kein einziger Hafenarbeiter hat sich für die Nachtschicht gemeldet. Es wird kein Schiff mehr von uns entladen, bevor diese Mordserie endgültig geklärt ist. Eine Stadt lebt in Angst vor einer skrupellosen Bande. Seien Sie still, sonst erwischt man uns beide. Ein Unheimlicher entscheidet über Leben und Tod. Wer ist Ihr Auftraggebername? Ein berühmter Detektiv soll ihn zur Strecke bringen. Ich. Okay. Ich dachte immer, Sie kennen vielleicht den Mörder. Und ich dachte immer, Sie hätten Verbindung zu ihm. In einer Bar am Hafen endet die Spur. Tim Fraser jagt den geheimnisvollen Mr. X. Steht Tim Fraser vor einer unlösbaren Aufgabe? Mr. Fraser, ja? Ihr bestellter Mietwagen steht vor der Tür. Ich hoffe, Sie sind mit dem Modell zufrieden. Ein Krimi voll Dynamit. Ich suche einen Mann mit graublonden Haaren, der möglicherweise hinkt. Wer ist hier der Chef? Kennt er den Chef der Bande? Kennen Sie das, Herr Konsul? Der Schmuggel mit Rauschgift macht viele Menschen zu Verbrechern. Aber wer von ihnen ist der Mörder? Ich meine, Sie können mir doch keinen Mord unterschieben, nur weil ich früher mal falsch gespielt habe. C'est le vide autour de moi. Rien ne peut, rien contre ça. J'ai péché, car je l'ai trop aimé. Kennt sie wirklich nicht den Mörder? Hallo! 90 Minuten Hochspannung, ohne Pause, bringt Ihnen der Film Tim Fraser jagt den geheimnisvollen Mr. X. Natürlich nur im Kino.